Schatz, kommst du mal? Der Podcast Du Preneur läuft wieder. Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt. Ja, aber es ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehung, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können. Wir sind Magdalena und Andreas, die zwei Macher vom Duopreneur Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge vom Duopreneur Podcast, dem Podcast für Paare im Online-Business. Wir sprechen über Zusammenarbeit, Beziehung, Partnerschaft und natürlich auch Online-Business. Schön, dass du dabei bist, uns wieder zuhörst. Und wenn du uns sehen willst, es gibt uns auch auf unserem YouTube-Kanal zu sehen. Heute sprechen wir über Persönlichkeitsentwicklung. Und warum sprechen wir drüber? Das fangen wir mal an, Andi. Ja, auch hallo von meiner Seite. Wir kommen eben ganz frisch wieder von einem Seminar vom Christian Bischoff und haben uns einfach spontan heute dafür entschieden, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu reden, da das eben auch ein wichtiger Schlüssel für uns war, für unsere Weiterentwicklung und für unser Wachstum. Und das möchten wir auf alle Fälle eben mit euch teilen. Denn es ist als Paar unverzichtbar, dass jeder sich eben auf die Reise macht. Bei uns wollen wir auch ganz kurz eben persönlich erzählen. War das so, dass wir hauptsächlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung Seminare besucht haben. Es waren weniger eigentlich Bücher, also da fällt mir eigentlich nur das Buch von Alexander Hartmann ein, mit dem Elefant durch die Wand, was ich jetzt mal so Richtung Persönlichkeitsentwicklung einsortieren würde. Da fand ich zum Beispiel auch so ein ganz wichtiger Punkt, eben diese Bucketliste. Was sind so die Themen, die du noch erledigen willst? Und aber ansonsten haben wir eigentlich immer weniger Bücher gekauft, sondern waren da viel mehr auf Seminaren. Das liegt ja auch daran, Andi, wir sind ja auch die zwei Macher. Der Name kommt nicht von irgendwo her. Wenn du uns schon mal irgendwo gesehen hast oder uns ein bisschen länger kennst, dann weißt du auch, dass wir einfach Dinge gerne umsetzen. Also das heißt, wir hören es nicht nur gerne, sondern oder lesen etwas und setzen es auch dann gerne für uns um. Und wir waren, glaube ich, das erste Event, wenn ich kurz zurückdenken, wann es überhaupt war. Ob das schon gleich der Christian Bischoff war? Nein, das war es nicht. Wir waren einfach da so gefesselt von dem ersten Event, dass wir gesagt haben, boah, das ist echt toll, was wir da mitnehmen. Wir gehen nicht nur auf ein Event und treffen tolle Menschen, sondern es ist einfach auch spannend. Weißt du gerade noch, was das erste Event war? Achso, ja, es war vom Tobias Beck Masterclass of Personality. Ja. Ich weiß noch, es war im Dezember 2016. Kurz vor unserem Start vom Online-Kongress nach 2016. Ja. Richtig, und da haben wir so richtig Power nochmal geholt und konnten ihn auf der Bühne erleben. Also wenn du ihn noch nicht gesehen hast, das lohnt sich total. Und er hat uns dann auch total überrascht, als wir in die Übung reingegangen sind. Ich weiß noch, dass da auf jeden Fall eine Übung dabei war. Da gehst du richtig in deine Angst rein, in auch bestimmte Glaubenssätze von dir selbst und ja, durchbrichst die sozusagen. Aber mehr will ich jetzt gar nicht verraten. Es lohnt sich da echt mal vorbeizuschauen. Und die gibt es ja auch in einigen deutschen Städten. Und das war so, glaube ich, der Anfang unseres Weges, doch zu schauen, welche Seminare gibt es denn noch. Natürlich jetzt eher, da wir in Deutschland sind, hier in Deutschland. Und ich glaube, dann sind wir auch bald auf den Christian Bischoff gekommen. Mhm. Genau, die Kunst, ein Ding zu machen, waren wir in Bregenz. Und haben da eben auch viele tolle Leute kennengelernt. Aber eben das Wichtigste oder auch mit das Entscheidendste oder Gravierendste sozusagen Auswirkung auf unser Leben war dann wirklich die feste Entscheidung danach, dass wir uns selbstständig machen. Und dann hat eben alles so seinen Lauf genommen, dass wirklich einzelne Punkte nach und nach gekommen sind, wo wir gesagt haben, wow, das kann doch gar nicht sein. Das haben wir uns wirklich halt so vorgenommen. Und dann sind bestimmte Sachen einfach eingetreten. Ja, stimmt. Also gerade die Kraft, die wir da auch so entwickelt haben, gell? Also wenn wir da in bestimmte Übungen reingegangen sind, während des Seminars, während des Events, wo du erst denkst, boah, unter so vielen Menschen, wie kann das denn überhaupt funktionieren? Ja, ich mache mal mit und ja, ich gehe in meine Angst und ja, ich mache mit, bin von der Power wirklich da überzeugt. Und ja, es ist einfach
wahnsinnig toller Moment, dass du dich mit dir beschäftigst. Denn wann hast du denn sonst die Zeit im Alltag, mal wirklich auf den Grund zu gehen von bestimmten Themen, die du mit dir rumschleppst, irgendeinen Glaubenssatz, zum Beispiel, ich würde gern das und das machen, aber ich will nicht oder ich kann nicht. Und dann kommst du vielleicht drauf, aha, das steckt dahinter. Aber du kommst natürlich nicht sofort drauf, sondern im Laufe eines Wochenendes zum Beispiel. Und bei vielen ist es ja so, dass sie das dann nicht direkt umsetzen, was sie beim Seminar lernen, hören. Das ist ja immer eine Mischung aus, ja, der Speaker ist vorne und erzählt erstmal viel und du bist in einer Riesengruppe, es ist auch erstmal fremd und neu für dich, wenn du da sitzt und aha, auf einmal musst du aufstehen, wie beim Christian Bischoff, und dann gibt es auf einmal richtig morgens um 9 Uhr gleich mal richtig Powermusik und du bist geflasht und denkst dir, oh, bin ich in der Disco gelandet und das ohne Alkohol, alle tanzen. Das war Tobias Beck aber auch so. Ja, stimmt, das sag ich schon. Tobias Beck war es wirklich auch so. Das war für mich, glaube ich, das erste Mal, wo ich dachte, wow, wie krass ist das denn? Gleich in der Früh, volle Energie, volle Power. Das habe ich davor echt noch nie erlebt. Also nicht in so einem Zustand am Morgen. Also was ich bei, wenn ich drüber nachdenke, auf welchen Seminaren waren wir und so weiter, da komme ich auch wieder so rein, dass ich denke, wow, das zeigt zum einen unsere Vielfalt, ja, dass wir viele unterschiedliche Leute mögen und dass man da auch eben drauf achten muss, dass man da nicht so sehr in so einen, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsentwicklungstourismus reinkommt. Ja? Dass man halt wirklich das nur als Erlebnis nimmt. Es ist ein super Erlebnis, ja, aber dass man auch danach wirklich halt in die Umsetzung kommt und die Sachen dann wirklich in den Alltag integriert. Und das haben wir vielleicht am Anfang noch nicht so ganz toll geschafft, aber nach und nach auch wirklich dann rausgefunden, was hilft uns oder welcher Trainer spricht uns dann entsprechend halt wirklich gut an und dass man da eben das Beste für sich mit rausnimmt und nicht immer nur sagt, ah ja, cool, da kann ich neue Leute kennenlernen, da kann ich eine Erfahrung mitnehmen. Natürlich ist es wichtig, auch das Netzwerken dann eben auf so Veranstaltungen, aber wichtiger ist natürlich für dich, was möchtest du für deine persönliche Weiterentwicklung, wo möchtest du da weiterkommen? Und was wir ja auch dir mit auf den Weg geben wollen oder euch, wenn ihr als Paar zuhört oder in einer Partnerschaft bist, es ist für die Partnerschaft extremst bereichernd. Ich kann nur echt sagen, es ist so unglaublich toll, wenn du die Zeit mit deinem Partner dort verbringen darfst und du siehst auch ganz viele andere Paare dort. Ja. Da war ich anfangs ein bisschen auch überrascht, wie schnell wir andere Paare kennengelernt haben, die da eben auch sind und das gemeinsam wachsen und vor allem auch dranbleiben an den Dingen, die du da lernst, für dich und da auch selber dich dann im Alltag ermutigst, hey komm, wir haben doch das da am Seminar gehört. Also wir haben angefangen mit Morgenroutinen, mit Affirmationen. Hey, wir machen es jetzt jeden Tag gemeinsam. Und Andi, wir machen, glaube ich, echt seit 2,5 Jahren, oder? Jetzt gemeinsam Affirmationen morgens. Ja, seit 1,5 Jahren ist es dann ungefähr. Und wenn du dich fragst, was sind Affirmationen? Google es nach. Nee, kannst du gerne machen. Ja, Affirmationen sind, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht jetzt genau so diesen Wortlaut. Viele können das ja genau aufschlüsseln, aber es heißt auf alle Fälle eben, dass du bestimmte Sätze sprichst. Bitte jetzt nicht lachen, die sich da genauer auskennen, aber ist mir jetzt gerade auch scheißegal. Wichtig ist, dass es hilft, dass du dir praktisch wirklich einzelne Sätze dir sagst und immer wieder wiederholst. Und dadurch eben entsprechend auch wirklich, dass in dein Unterbewusstsein aufgenommen wird. Ja, und die sind wirklich wirkungsvoll. Das haben uns auch schon viele andere bestätigt, die damit schon ganz lange arbeiten. Die auch sagen, hey, ohne die könnten sie gar nicht selbstständig sein oder gar nicht so viel Power entwickeln bei ihren Projekten, ins Umsetzen, ins Machen kommen. Genau, also das wollte ich immer noch mal kurz eben dir sagen, das kannst du in der Partnerschaft halt einfach nochmal verstärkt auch im Alltag zeigen und dich gegenseitig motivieren, unterstützen. Denn es ist einfach so, wenn du gemeinsam arbeitest in deinem Online-Business, da brauchst du ständig wieder eben so, ja, den Fokus, dass du den Fokus setzt, den Glauben an dich selber und natürlich das Dranbleiben, das Handeln, Umsetzen. Es ist einfach so ein ständiges, ja, Machen, Tun und Weiterentwickeln. Ist auch manchmal sehr, sehr schnell. Da brauchst du einfach ganz viel Energie. Genau. Und wir haben hier wirklich bei jedem Event, Seminar der Persönlichkeitsentwicklung ganz viel neues Wissen, viel Power, viel Kraft, Energie mitgenommen. Wir waren noch bei Alexander Hartmann, der hat auch noch ein Event, fällt mir mal ein. Genau, da haben wir das Buch gelesen und dann haben wir gesagt, hey, da sind wir so begeistert von. Da waren wir dann auf der High Performance Masterclass in Fellbach bei Stuttgart.
Und da haben wir auch bei ihm nach und nach eben diese einzelnen Bereiche gelernt. Also das war auch sehr gut eben aufgenommen von ihm oder aufgegriffen, so dieses Thema. Passt auch sehr gut eben zum einen zum Online-Business und aber eben auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Denn bei Alexander Hartmann bei der High Performance Masterclass gab es entsprechend einen Online-Kurs, den man sich anschauen konnte, also den man im Vorfeld bekommen hat, wo einzelne Übungen dann eben zu unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel Gesundheit oder auch Mindset und Business durchgegangen sind. Und dann hatte man eben dann noch das Event dazu. Wenn du dich jetzt fragst, ja, würde ich gerne machen, zu Events gehen, aber es kostet ja auch entsprechend. Also wenn du da erstmal schockiert bist und denkst, wow, so viel Geld soll ich da in die Hand nehmen für nur ein Wochenende oder nur 4 Tage, wie auch immer, dann kann ich dich beruhigen, ich kann dir sagen, diesen Glaubenssatz hatte ich ganz lange, bis jetzt zum Wochenende, bis das Thema Finanzen bei Christian Bischoff noch richtig ein Thema war. Und ich kann dir nur sagen, jeder Cent lohnt sich, denn du steckst es in dich selber. Und das Wissen, das du in deine Bildung reinsteckst, das ist einfach unbezahlbar, weil klar, ist doch ganz logisch. Du setzt die Sachen um und wirst du wieder deine eigenen Projekte umsetzen. Genau, also wenn du im Online-Business bist, vor allem, wirst du einfach merken, du brauchst diese Sachen. Und ja, Thema Geld ist da wirklich wichtig, dran zu arbeiten und mal auf ein Event zu gehen. Naja, und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, wenn man als Paar da zusammen hingeht, ist es ja auch wirklich eine Art Urlaub. Ja, also, dass man eben zusammen eine Unternehmung hat, zusammen eine Erfahrung, das dann auch eine persönliche Weiterentwicklung als Paar darstellt. Also, wir mögen es total gerne dann zu planen, in welchem Hotel sind wir da, wie fahren wir da hin? Und so schweißt es eben auch die Beziehung zusammen, wenn solche Events zusammen besucht werden. Absolut, obwohl ich jetzt sagen würde, Urlaub, nein, Urlaub ist anders, weil ich will es dir nicht jetzt hier so schön reden oder das ganze Event nicht schön reden. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Du gehst da wirklich an das Äußerste, aber du kriegst es belohnt. Du wirst belohnt durch ganz viel Energie, die du da mitnimmst. Also es ist oft entspannter, wenn ich jetzt denke, Urlaub, wir haben auch viel Städtereisen immer gemacht. Und die sind auch anstrengend. Da bist du viel zu Fuß unterwegs und da bist du viel am Schauen, am Sehen, am neue Sachen kennenlernen. Aber du gehst einfach hier mit einer ganz anderen Energie wieder raus. Es ist nicht anstrengend. Ja, ich wollte ja einfach sagen, dass viele Urlaub, keine Ahnung, locker mal 2.000, 3.000 Euro ausgeben. Stimmt, ja. Und da auf dem Seminar gibst du vielleicht auch 1.000 Euro, 2.000, 3.000 aus oder auch mehr. Und das ist auch mal sich das in Erinnerung ruft, ja. Also, dass man für manche Sachen gibt man irgendwie viel Geld aus und hat nichts davon. Also im Urlaub, da bist du 7 Tage und dann bist du vielleicht eine Woche erholt, aber dann brauchst du wieder den nächsten Urlaub. Und bei Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, dann hast du ja viel mehr davon. Also wir wollen jetzt wir wollen Werbung machen für Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten natürlich. Also wir haben einfach gemerkt, dass es für uns halt das sehr viel bringt. Und dass wir eben auch nicht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung so viele Bücher dazu lesen. Wir haben natürlich auch Online-Kurse dazu uns auch angeschaut und so weiter und die wir eben auch machen. Ja, und ich weiß noch, vor der HPM Masterclass war es zum Beispiel auch so, da haben wir, glaube ich, noch nebenbei gearbeitet oder zumindest der Andi, weil ich bin ja früher aus meiner Festanstellung gegangen und dann haben wir es echt so gemacht, wir haben uns abends nach der Arbeit hingesetzt und gesagt, hey, wir schauen die Lektion jetzt an, statt eben abends Fernsehen zu schauen, weil das haben wir ja somit als erstes verbannt, dass wir eben nicht mehr abends Fernsehen schauen, sondern uns wirklich nützliche Sachen ansehen und haben uns da langsam vorbereitet und auf das Event eben vorbereitet, weil wir wussten, der Alexander, der setzt einfach einen Punkt an, da musst du einfach dich schon vorbereitet haben, damit du halt einfach, ja, einfach auf dem Level bist. Und es waren, glaube ich, 80 Leute damals. Ich hatte anfangs gedacht, oh, da sind bestimmt, weiß nicht, an die 500, weil das war, glaube ich, beim Tobias Beck ein halbes Jahr zuvor dann so, dass da an die 500 dabei waren. Und dachte ich, ja, beim Alexander werden es auch so viel sein. Aber ich muss echt sagen, es waren sehr wertvolle Tage und total intensiv. Und ihn auch mal so auf der Bühne zu sehen, weil er hat einfach mega viel Energie. Und der ist ja, manche kennen ihn ja auch noch als Hypnotiseur, oder? Mhm. Und aus einer Fernsehshow, da hat er auch mal das gehabt. Ich meine, er hat sich jetzt auch einfach in eine andere Richtung entwickelt. Und er hatte auch Gäste dabei, unter anderem Tobias Beck. Und das fand ich mega lustig, weil das wusste keiner davor. Er hatte immer gesagt, er hat einen Special Guest.
Und das ist einfach richtig toll gewesen, nochmal Tobias Beck ein bisschen anders zu erleben. Und ja. Dann waren wir auch noch auf der NX, da war der Tobias Beck auch. Also stimmt. Der tummelt sich überall. Ja, wenn also, du ihn nicht kennst, es lohnt sich megamäßig, die vier Typen von ihm anzuschauen. Schau es dir auf YouTube an, unter Gedankentanken findest du es mega lustig zum Lachen und da bleibt auch was hängen. Und ja, die NX müssen wir auf alle Fälle erwähnen. Zum einen, weil es einfach ja, tolle Leute da waren und natürlich vor allem auch, weil sein Du-Preneur-Pärchen macht. Also die ich sage immer Du-Preneur-Pärchen, aber Du-Preneur ist ja eigentlich schon ein Paar, aber das ist fast wie so das zwei Zwillinge. Aber ja, also auf alle Fälle machen das ja die Fili Hagarten und der Markus Meurer zusammen und das ist eben auch eine Möglichkeit, ein Online-Business zu haben, eben durch Events, aber die dann auch entsprechend online zu begleiten. Und ja, das war zum einen auf alle Fälle ja Persönlichkeitsentwicklung, aber auch sehr stark so Business-Themen, wie man sich eben als digitale Nomade selbstständig machen kann und drumherum eben, was man zu beachten hat mit Reisen und so weiter. Wenn du beim Thema Reisen gerade schon bist, ich fand es auch sehr, sehr spannend. Da hat nämlich auch der Carl Sundance einen kleinen Vortrag gehalten und ich hatte ihn davor noch nie live erlebt oder gesehen, sondern eben wir im Rahmen der Online-Kongresse. Natürlich kennen wir Carl Sundance, wer kennt ihn da nicht? Und ich fand das einfach berührend. Und an dem Tag hatte eins seiner Kinder Geburtstag und es war einfach mega, wie die Halle abgegangen ist, um da zu gratulieren. Und ach, ich fand das einfach richtig ein tolles Event, weil so viele verschiedene Leute eben ihre Geschichte erzählt haben, was sie, glaube ich, im Online-Business machen, wie sie auch das mit Reisen verbinden, natürlich wegen den und ja, es war wirklich ein tolles Event insgesamt. Und ich fand nicht so anstrengend, weil du verschiedene Leute hast und eben jetzt keine Workshops, sondern nicht so aktiv mitmachen musst. Also wir waren nicht bei Workshops dabei. Also es werden bei der DNX auch Workshops angeboten. Mhm. Wir waren halt jetzt praktisch nur am Samstag dabei. Aber das verlinken wir dann einfach auch nochmal in den Shownotes. Jetzt, wo du sagst, ja. Gibt es ja auch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit mittlerweile. Und ja, das war so die nächste Erfahrung, die wir hatten. Ja, also ich fand auch spannend, da, wie es dazu gekommen ist, denn ich hatte davor immer die Feli eher auf dem Blog verfolgt. Die hat, glaube ich, einen der größten Blogs zum Thema Reisen. Und dann gab es auch noch einen Film. War das ein Film über die DNX? Nee, es war ein Film über digitale Nomaden. Richtig, genau. Ja. Da hatten wir sie auch schon mal gesehen. Genau, also DNX. Das war ein tolles Event 2017. Ah, und dann sind wir noch zum Citizen Circle gereist, besser gesagt. Ja, nach Tallinn. Wenn ich weiß, wo Tallinn ist in Estland. Ja, weil manche haben schon verstanden, ach, in Italien. Also. Deswegen frage ich es gerade. Ja, das Witzige beim Citizen Circle ist ja auch, dass das immer woanders stattfindet. Da sind sehr viele digitale Nomaden drunter, sehr viele Selbstständige, die eben online arbeiten, die viel unterwegs sind, viel reisen, auch viele Pärchen darunter. Da haben wir einige auch für unseren Podcast übrigens hier auch dabei. In der nächsten Folge siehst du Dagmar und Bruno. Wie wir da kennengelernt haben. Super, genau. Und da kannst du nämlich auch jetzt wieder an dem Beispiel sehen, es ergeben sich wirklich auch tolle Kontakte. Oder auch immer Freundschaften. Oder weil du auch sagst, ja, es macht einfach Spaß, sich auch immer wieder mal zu begegnen. Denn jetzt am Wochenende beim Christian Bischoff, die Kunst, selbstbestimmt zu leben, haben wir auch ein Pärchen gesehen und gesprochen, die wir bei der HPM Masterclass von Alexander eben vor 1,5 Jahren kennengelernt haben. Also ist es einfach witzig, wenn man sich da dann austauscht und entdeckt, wow, ah, die sind jetzt den Weg gegangen, ah, wir haben uns dahin entwickelt und mal über Projekte spricht, aber natürlich einfach sonst, was sich sonst noch so getan hat. Mhm. Ja, und dann waren wir 2017, dann war, glaube ich, schon Ende unserer Persönlichkeitsentwicklungsreise. Ja, klar. Reise. Nein, erstmal 2017, nicht. Doch, oder? 2018 ging es dann erst weiter. Also mit, da waren wir dann bei Tony Robbins in London. Richtig. Ja, mit dem Feuerlauf. Das ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung pur. Und wenn du Tony Robbins nicht kennst, gibt's ja auch. Dann ganz kurz zur Info, er ist einer der Größten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, oder? Und ist aus dem amerikanischen... Ja, da am besten eben die YouTube-Doku anschauen. Also ich glaube, die gibt es auch auf YouTube. Die war ursprünglich auf Netflix, I'm Not Your Guru. Und da ist eine Reportage eben auch über ihn. Und ja, ich glaube, die meisten kennen ihn aber auch.
Ja. Also ja. Bei uns persönlich kann man es auch dazu sagen, es war ein super Event und so weiter, aber haben jetzt festgestellt, dass es jetzt nicht der Trainer ist, der uns eben weiter anspricht. Und deswegen sind wir dann auch nochmal zum Christian Bischoff nach Kempten gegangen, um dann entsprechend das Ganze nochmal eben ja zu intensivieren, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir seine Art und Weise, wie er eben Seminare führt, dass die uns gut tun und dass wir da uns eben extrem weiterentwickeln. Christian und liebes Team von Christian, ihr wisst ja, wir sind aber mega Fans, weil wir haben einfach bei euch immer mega Durchbrüche. Kann man anders nicht sagen. Es ist einfach so. Ja, wir sind begeistert und ja, wollen dir einfach die Begeisterung auch weitergeben, dass es sich lohnt, auf Events zu gehen. Weißt du, wenn du noch nicht dabei warst, kann man einfach schlecht auch erzählen, weil es sind Gefühle, es sind Erlebnisse, es sind Erfahrungen, die du machst. Es sind einfach auch Bewusstseinszustände, wo du einfach mal hinkommst und sonst alleine nicht, was einfach so die Menge der Leute ausmacht, weil die Energie, die da entsteht, das sind einfach sehr viele Menschen auf einem Haufen, die ähnliches Mindset haben. Was auf alle Fälle ja bei Paaren dann auch noch ein wichtiger Punkt ist, so die Entscheidung, gehe ich denn da alleine hin, gehe ich da zusammen hin? Also bei uns, hast du jetzt gerade schon rausgehört, wir sind da eher so das Paar, die zusammen hingehen. Wir haben das auch in Bregenz dann ausprobiert, dass wir auch uns wirklich mal getrennt haben und so anders hingesetzt haben. Und bei HPM auch schon. Ja, auch entsprechend. Und das muss man eben auch immer entscheiden, was möchte man da ausprobieren. Wir versuchen aber zumindest auch immer bei den einzelnen Übungen dann nicht immer alles zusammen zu machen, sondern eben auch in unterschiedliche einzelnen Gruppen reinzukommen. Also bei Persönlichkeitsentwicklungsevents ist es oft der Fall, dass man eben dann nicht nur reine Theorie hat, sondern eben wirklich auch Übungen hat in 10 Leute, 20 Leute. Und da schauen wir eigentlich meistens, dass wir eben das nicht zusammen machen. Aber es gibt natürlich auch Partnerübungen teilweise auch. Und ja, das finde ich eben wichtig zu sagen, dass auch wenn du jetzt zuhörst und sagst, ich glaube, mein Partner ist da aber vielleicht nicht so offen dafür, aber ich hätte Bock drauf, dann frag erstens doch erstmal deinen Partner, vielleicht ist es gar nicht so, also dass der dann auch Lust dazu hat. Oder ansonsten, ja, mach es doch einfach mal, melde dich da einfach alleine an. Es kann nur vorteilhaft sein für dich, für eure Weiterentwicklung, für eure Beziehung. Ja, und wenn du dich nicht entscheiden kannst, zu welchem Seminar, Event zuerst, mach's dir einfach. Schau dir die Seiten an. Wir verlinken auch in den Shownotes entsprechend die Trainer, die wir jetzt gerade genannt haben. Wir einfach sagen, hey, das ist ein super Anfang. Da ist für jeden was dabei. Und versuch aus. Geh zu einem hin, wo du einfach dich angesprochen fühlst. Geh da einfach nach deinem Gefühl und oder auf die Homepage und denkst dir, schaust dir vielleicht da schon mal einen Info-Trailer an und sagst, hey, das spricht mich an oder die Art und Weise, wie es macht, da will ich doch mal dabei sein, ihn live erleben und dann würde ich einfach danach gehen. Aber bevor wir jetzt aufhören mit der Folge, ist mir doch noch ein paar eingefallen, wo wir auch noch waren, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mir auch gerade, ich bin gespannt, ob du es auch sagst. Ich sag mal schon Scherer, richtig? Ja. Nämlich der Hermann Scherer, der ist ja schon relativ bekannt, auch als Top-Speaker oder hat auch ganz viele Speaker eben ausgebildet. Und die Kerstin Scherer, die ist insgesamt so, denke ich mal, noch nicht so bekannt, aber ja, ist auch mehr und mehr zu sehen. Und die beiden haben nämlich auch in der Nähe von München ein Event zusammen durchgeführt, was uns natürlich dann besonders interessiert hat. Wie ist das so, wenn ein Paar eben einen Tag lang so ein Seminar macht? Ja, unglaublich spannend. Also das fand ich auch ein mega Event, was einfach mich sehr berührt hat. Die Art und Weise, wie sie eben auch, die Kerstin, auf der Bühne ist und die liebevolle Art, wie beide miteinander umgehen, fand ich wirklich was ganz Besonderes auch. Ja, auch da kannst du ja mal schauen, mal googeln oder besser gesagt, nein, bei uns in den Shownotes schauen natürlich. Und mir ist noch was eingefallen, wenn du eben die einzelnen Speaker kennenlernen willst, wie sind die so, was erzählen die überhaupt, wie arbeiten die, dann schau doch mal, einige haben auch Podcasts, also ich weiß zumindest, genau, von der DNX gibt es einen Podcast, ich glaube, das ist der Markus Meurer alleine zwar macht und die nur ab und an dabei ist, aber Tobias Beck hat einen Podcast, Christian Bischoff hat einen wunderbaren Podcast und ja, Tobias Beck hat immer super Gäste übrigens dabei, finde ich einfach super spannend. Und wen gibt's noch? Ich weiß gar nicht. Hermann Scherer hat, glaube ich, auch einen Podcast. Den kenne ich jetzt gar nicht. Oh nee, der war zumindest mal beim Tobias Beck als Gast dabei. Da haben wir ihn auch kennengelernt.
Eben, ja. So ist es auch. Du merkst du auch, von einem kommst du zum nächsten und überall kriegst du halt wirklich viel Inspiration und irgendwo bleibst du auch ein bisschen länger hängen und vielleicht irgendwo auch nicht. Genau, aber was ich auch wieder dazu sagen will, ist, es ist wichtig, dass man eben nicht zu viel auch macht, sondern dass man sich da auch fokussiert und dann auch bei entsprechenden Personen dabei bleibt. Also bleibt bei uns dabei, ja. Und hört uns weiter an, denn ja, auch die nächste Folge ist wieder super spannend eben. Da sprechen wir eben mit der Dagmar und dem Bruno, wie sie eben ihr Weg ins Online-Business gestalten. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen auf das Interview. Ja, vielen Dank, dass du uns hier zugehört hast. Jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen, auf welchen Seminaren wir schon waren, wenn es um das Thema, wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, wer uns da begeistert hat oder was wir mitgenommen haben. Und ich denke mal, im Laufe der Zeit wirst du immer wieder mal einen Namen hören, weil wir immer wieder mal eben auf Events gehen. Und ganz wichtig natürlich auch zu sagen, ja, wir machen das so, dass wir immer wieder auch eine Pause haben und eben nicht auf Seminare gehen, ganz bewusst dann auch mal entsprechend eben dann nicht einem tollen Angebot folgen, weil wir dann sagen, wir wollen die Sachen auch eben umsetzen. Wir wollen da verstärkt eben ins Machen kommen. Und wenn man nur unterwegs ist, haben wir festgestellt, dann ist es so toll, die Eindrücke, die du kriegst und Inspiration, da kommst du überhaupt gar nicht mehr zu deinen eigenen Projekten. Genau, und zum Abschluss wollen wir auf alle Fälle noch darauf hinweisen, du kannst uns gerne eben eine E-Mail schreiben, speziell auch zu dem Thema, wenn du sagst, hey, du weißt nicht, wo du hingehen willst. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich durch diese ganzen Seminare jetzt sehr viel eigene Expertise auf dem Bereich, wie gestalte ich mein Leben, wie mache ich ein außergewöhnliches Leben. Und du kannst uns da eben auch gerne auf zweimacher.com gerne als Coaches buchen. Und wir begleiten euch dann eben auf dem Weg ins Online-Business. Und Persönlichkeitsentwicklung ist eben ein wichtiger Baustein davon. Und ja, würden uns freuen, wenn du eben einfach mal bei zweimacher.com vorbeischaust. Bis bald, deine Zweimacher, Magdalena und Andreas. Ganz wichtig ist am Anfang, dass wir viele Bewertungen auf iTunes bekommen und auch viele Abos. Deswegen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch einfach eine Bewertung oder abonniere unseren Podcast auf iTunes.